Rathaus, 18.07 Uhr. I don't know if that was the right thing to do. Why did I do that? I just can't second guess myself. Jetzt, wir müssen reden. Talk. Batman. Oh, you scared the hell out of me. That's good to see you. I was just telling someone how much I'd love to get you on my payroll. Ja, klar. Leave Wayne alone. Wayne? What is this about the whole seizing his assets thing? You're not gonna break my legs, are you? Das überlege ich mir noch. Or maybe you're just gonna make threats. Words out that you don't get violent unless you have to. No, not my style. Well, I guess I should count my blessings then. Yeah. I'll admit, I'm surprised to see you helping Wayne. Seems kinda small potatoes for you. Ach, halt's Maul. Seen the news, but he hasn't been the most upright citizen lately. Why should I do anything to help him? Gar keine schlechte Idee gewesen, ihn als Batman zur Rede zu stellen hier bei The Telltale Series. Wayne was your friend. Er mag Wayne nicht mehr. Wenn wir als Wayne zugegangen wären, dann wäre hier irgendwas richtig schief gegangen. Mhm. Wayne is just another curveball this stupid city threw my way. Hill and his goons, the Waynes, the children of Arkham. Warum war dieses Sie schon wieder? Keine Ahnung. To see just how sick Gotham really is. To save Gotham, I need to do some bad before it gets better. Nein, ganz sicher nicht. Ready to go. Was? Do it. Do what? What did you do? Our Lady Arkham's drugs destroyed. Man, we lost a bunch of our own guys. The apartment next door. Jesus Christ. Was? Man, that blast was way bigger than you said. We must have taken out a whole city block with it. We stopped the children of Arkham. That's huh? What matters. That's. Der ist komplett durch. I feel like I should thank you, seeing as you did give Gordon that tip. Turn yourself in now. The police will never let you get away with this. There has been some conflict with the police, that's true. Ja, die wird als nächstes abgeschafft, ne? Gordon. Oh, he really wasn't happy when I went over his head to get the location of the drug stockpile. But I had him taken care of. Was? What did you say about Gordon? Schieß doch, dann ist Harvey weg. Und das wisst ihr ziemlich gut. No, hang on, Batman, hang on. I had to make an example of him to get people to respect me. Gordon is on Gotham's side, Harvey. He's fighting for this city too. Aber besser als du. It's like I told you. I Crime Alley. Was? I took him to Crime Alley. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Digga, wenn der Gordon hat umbringen lassen, was zur Hölle? Mit dir kann man nicht zusammenarbeiten. Let's take a ride, gentlemen. Was zum Teufel? What the hell is this? Mayor Dent says you're getting in the way of protecting the city. Dent's got you brainwashed. No, he's trying to help. The children of Arkham are out of control. Und was seid ihr? No one is to... Komm, halt's Maul. Ganz ehrlich. Ja, gib ihm. Danke. Batman. Ja, ich bin Batman. What a mess. Thank you, Batman. Save the thanks and explain to me why I just watched half a city block go up in flames. Dent took out the warehouse with the drugs. The location that I gave to you. Are you accusing me of something, Batman? Just say it. Come on. Let's hear it. I only told you. Dent knows. So someone you talked to told him. You know we're on the same team here. Stop yeah, leaning on me and let's figure out what happened. Tell me what you know.
By the time I got back to the precinct, Dent already had the information. He strong-armed it out of Commissioner Grogan. I didn't even have time to scratch my ass before I got hauled out here. Dent's position makes him dangerous. He's persuasive, and he has power. Dent thinks that what he's doing is best for Gotham. Executions and martial law. I know. There's no saving him this time, Batman. Dann lass ihn einknasten. There's no world in which he manages to set this right. My job isn't to save him. If he's hurting this city, then he needs to be stopped. It's all circling the drain. Dent was a real hope for this city, and now he's not the man he used to be. Yep, verloren. We have a lot of work to do. Everything is such a goddamn mess. But ja, aber wie sollen wir das wieder aufräumen, solange Dent noch da rumläuft? You know your officers, Jim. Take the people you trust and start hobbling Dent's army. Get your precinct back. Ja. Make it sound easy. Ja, aber müssen wir, weil solange er noch die ganze Polizeigewalt hat, haben wir echt ein Problem. You're trusted. Yeah. Gotta handle this first, though. We will get through this, Jim. I'm glad we're on the same side. Kein Ding. Ich auch. What's the situation? I figured out how he's causing the feedback loop. Und? He somehow connected a black box computer to your encrypted network. God. Lol, das heißt, er speichert alles mit. If he keeps this up, he could smash through the Batcave firewalls at any minute. Was? Access to the Bat computer. Hang on, Lucius. It's Alfred. I'm patching him in. Al, Lucius figured out how Penguin's cracking my security. He has a device that... I'm afraid we have another problem to deal with. Mm-hmm. Mr. Dent is pulling up to the manor as we speak, and he's not alone. Already? LOL, die Firewall. Sir, are you all right? Penguin's hacking assaults are getting worse. At this rate, he'll have my tech compromised by the end of the night. The only place he could be hacking me from is Wayne Enterprises. Yeah. Well, I don't envy your position. Even Batman can't be in two places at once. Nein, nicht schon wieder sowas. Oh mein Gott. Wir haben gesehen, dass Harvey wirklich bei Wayne Manor aufkreuzt. Und zwar mit einer fucking, weiß ich, Minigun oder was er da hatte. Digga, der nietet vielleicht Alfred um. Aber wenn wir nicht zu Wayne Enterprises fahren, dann hackt er unser gesamtes scheiß System. Dann weiß er, wer wir sind. Dann weiß er alles. Fuck. Oh, übrigens. Two-Face aufhalten. Es wird jetzt zum ersten Mal von Two-Face gesprochen und nicht mehr von Harvey. Ja. Oh, scheiße. Okay, die Sache ist, es hieß, wir haben bis zum Morgen Zeit, bis das System komplett gehackt wurde. Das heißt, wir hätten vielleicht Zeit, zu Wayne Manor zu fahren und da alles in Ordnung zu bringen und danach ganz schnell zu Wayne Enterprises und halt einfach komplett durchzumähen und einfach zur Not die ganze Technik da auseinanderzunehmen. Who cares? Scheiße, keine Ahnung, nimm den Hauptserver da auseinander oder sowas. Irgendwas einfach hochjagen. Ist ja ganz egal. Die können das eh irgendwann wieder aufbauen, aber es hält erstmal halt Oz auf. Und ich glaube halt tatsächlich, dass es wichtiger ist, erstmal unmittelbar irgendwelche Menschen und so zu schützen vor Waffengewalt, als eher vor Informationsdiebstahl. Alter, ist das eine harte Entscheidung. Ja, wir fahren zu Wayne Manor. Dann treten wir da Harvey fett in den Arsch, knasten den irgendwo im Keller ein und danach schnell nach Wayne Enterprises. Du Drecksack. Allerdings. Oh, come on, Al. Put the rifle down. I'm not gonna hurt you. Ab, weg, 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 schieß ihn kaputt. Somehow, I don't believe you.
Okay, ist das eine von unseren oder ist das... Oh, ist das unsere. Okay. Schläger. Als ob die das Ding nicht sehen? Stimmt. Oh ja, unser System wird kompromittiert. Man merkt es. Das ist schlecht. Okay, Geländer. Oder Kronleuchter. Ah, komm. Firewall durchbrochen. Ja, super. Das heißt... Oh, nein. Klasse. Gut, dann einfach kräftig drauf. Jawohl. Komm, schieß. Ja, nice. So. Jetzt habt ihr ein scheiß Problem. Ja, schön dich zu sehen. Nicht. I thought we talked about this. The time for talking is over. And so is your reign of terror. So, how does this end? I want to destroy this house, and you want to stop me. I can't imagine this is gonna go well for either of us. Nee, Schlaflassen ist nicht. Du wirst eingeknastet. I am the authority. Ja, noch. Time to go home. You're right. Go home, Batman. I've got an estate. Oh, ich bin zu Hause. Now get out of here before I have. Und du wirst dieses Zuhause nicht zerstören. You stand in my way. You stand in the way of the law. Hui. Hui. Ihr seid doch geistig behindert, Leute. Warum? Ach. Warum kämpfen die für den? Die müssen doch blicken, dass es scheiße ist. I know. Oh, er hat more than this. Was will der eigentlich mit Wayne Manor, Alter? Ganz ehrlich. Wäre ich nicht drauf gekommen, ja. Ach nein. Ein paar Granaten kann ich dir auch geben, gar kein Ding. Wow. Wow. Wow, schieß! Alter. Holy fuck. Er muss ziemlich häufig nachladen, das ist gut für uns. Das heißt, wenn ein so ein Leer geschossen hat, dann können wir da runter. Oh! X! Hui! Alter! Heilige Scheiße! Ich kenne dieses Ding bei weitem besser als du. Das wird auf jeden Fall für mich besser ausgehen als für dich, wenn ich mich verstecke. Denn Batman ist schon immer am besten gewesen, wenn er aus dem Hinterhalt und im Dunkeln angreift. Nein, was? Alter! Der hat mir das Bein weggefetzt. The bat's mine. Go ahead. Do it. See what happens. Ich hätte, glaube ich, habe ein Gefühl, ich weiß, was passiert. Sowas in der Art, dachte ich mir. Dankeschön. Wobei ich gerne auf seinen Kopf geschossen hätte. Oh, was hast du für eine Scheißwaffe? Your head or your heart? Nein, 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 nein. What's that sound? Nice. Warum auch immer er die da einfach auf Signal rufen kann, aber geil. Und warum kann er wieder rennen? Ja, gib ihm. Ja, okay, das war... Okay, doch, ist okay. Ist okay. Ah, und jetzt wissen wir auch, wie Two-Face entstanden ist. Sein Aussehen. Ah, gib ihm. Ah, Alter. Bam. Jawohl. Und jetzt weg mit dem. Das ist ja nicht ein Touchdown. You don't understand, Batman. Without me, Gotham is doomed. Ja, klar. Who will stop Lady Arkham? The Penguin. The children of Arkham. Du nicht. Your ego and your anger stoked the fires until everything was burning. The fact you can't see that shows how deep your delusion goes. Important. I'm important. Ja, natürlich.
Ich knaste dich ein und müssen mal sehen, wie important du bist. Scheiß bist du. Nice work, Batman. Ja, kann mir jetzt einer die Kugel aus meinem Bein holen? Still need to find Lady Arkham before it's too late. Well, I can take care of all this. Just need to figure out what to do with him. Wegsperren. All the innocent lives he's responsible for. He should be locked up in Blackgate Prison. Oh. But that broken mind of his probably only get worse in there. Aha, jetzt haben wir so die Möglichkeit, ihn entweder scheiß auf seinen psychischen Zustand und ihn einfach in den Knast zu stecken. Oder aber ihm halt professionelle Hilfe zu geben, sozusagen. Wobei das gefährlich natürlich ist, er sitzt mit Leuten wie dem Joker und Sass und diesen anderen komplett abgedrehten Dudes zusammen. Kann besser werden, kann aber auch richtig, richtig schief gehen. Ja, aber warum ist das eigentlich jetzt meine Entscheidung? Das tut mir leid, aber warum muss ich das jetzt entscheiden? Schick irgendeinen Richter dahin oder sowas, der das, oder hol irgendjemanden, der dann Gutachten erstellt und das wirklich beurteilen kann. Ich weiß nicht, was jetzt besser wäre, ihn einfach einzuknasten oder ihn halt nach Arkham zu bringen. Ja, komm, Arkham. Dangerous and too damaged to be kept in some holding cell at Blackgate. You have to get him into Arkham. They might actually be able to help him in there. No. Yeah, you're right. I'll see what I can do. In the meantime, you stay safe out there, all right? Ja. You too, Jim. Guck dir mal an, wie ich aussehe, Alter. Warum können wir eigentlich laufen? Hatten wir nicht irgendwie einen Schuss ins Bein bekommen, oder? Hab ich das verpasst. Alter Vater. Al, what's wrong? So, und jetzt auf nach über Enterprises. Jetzt. We need to cut the hard line now. Bruce, all of your bat tech is linked to this computer. Ja, dann zieh ihn vom Netz. It will all be inoperable. If Penguin hacks in, he'll have control of all of it. I have to shut it down. Ja. Auf jetzt. So. Und jetzt ab nach Wayne Enterprises. Warte, war's das? Alles klar! ja. Übrigens wird er hier Joker genannt. Ha! Ihr Schweine. Ich wusste es. Ja gut, scheiße, der Part ist viel zu kurz. Was ist denn da los? Dann werden wir wohl dieser Folge noch mit dem nächsten anfangen müssen, oder? Ha. Okay. Episode 4 war kurz, ne? 2-3 Parts? Ne, ich glaube, Episode 3 war sogar noch kürzer. Da hatten wir nur 2 Parts gebraucht oder so. Okay, egal. Hast du dem Joker einen Gefallen versprochen? Wow, das ist quasi 50-50. Schlugen dem Joker einen Gefallen als Gegenleistung für seine Hilfe in Arkham aus? Ja, dem Typen keine Gefallen. Wie bist du aus Arkham entkommen? Aha, wir nutzten... Was, hä? Du und 68,8% der Spieler nutzten ihren Reichtum und ihre Anwälte, um aus Arkham zu entkommen. Hä? Hab ich aber doch überhaupt nicht. Ich hab doch meine Beziehungen spielen lassen und nicht mein Geld. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch Gordon angerufen. Den hab ich doch nicht bezahlt dafür. Was hat's mit meinem Geld zu tun? Hä? Was ist die andere Möglichkeit? Ich will das Rote sehen. Hallo, was heißt das Rote? Ihr Schweine! Hey, das stimmt überhaupt nicht. Alles klar. Oh, wir sind in der Minderheit. Wie auch nur knapp tatsächlich. Das sind alles knappe Entscheidungen hier. Wie bist du an der Barrikade des Gesetzeshüter... Gesetzeshüter? Am Arsch! Vorbeigekommen. Rampen die Barrikade an Harveys Sicherheitskontrollposten. Yep. Würd's auch gerne nochmal tun. Wie hier so knapp? Hast du dir Harvey als Bruce oder als Batman vorgenommen? Die meisten haben tatsächlich Batman genommen. Schücherten Harvey als Batman ein, anstatt als Bruce seinen Zorn zu riskieren. Ja, aber auch das ist knapp. Knapp, knapp. Hast du Harvey oder Oswald aufgehalten? Haha, wir sind in der Minderheit. Hinderten Harvey daran, ihr Zuhause zu zerstören und riskierten, dass Oswald ihre Technologie stehlen könnte.
Ja, es ging mir in dem Moment nicht um mein Zuhause. Scheiß mal auf mein Zuhause. Ganz ehrlich, das ist mir noch egal. Das ist jetzt auch zerstört. Ich meine, das wurde ziemlich zerschossen. Aber da war halt Alfred. Hallo? Und wenn wir da nicht eingegriffen hätten, wäre das ziemlich schief gegangen. Ja, schwierige Entscheidung. Sehr, sehr schwierige Entscheidung, die wir da hatten. Okay. Tja, Leute. Dann starten wir noch mit Episode 5. Und das ist ein geiles Bild. Ja, wir haben noch 10 Minuten. Machen wir. Episode 5. Stadt des Lichts. Der Kampf um die Kontrolle über Gotham erreicht einen Höhepunkt, als Bruce neuen Sinn und Willen findet und Batman bei einem verzweifelten Versuch, die Ordnung wiederherzustellen, bis an seine Grenzen getrieben wird. Leute, das klingt so episch. Ich bin so hyped. Let's do this. Auf geht's. Kriegen wir noch eine Zusammenfassung vom vorherigen Kapitel? Wahrscheinlich, ne? Ja, kriegen wir. Gut, na dann. It's obvious that's why Vicky hates you. Your dad helped bump off her parents. Why would my father have the Vales killed? I never said he killed the Vales. She was born in Arkham. Victoria Arkham. So where are you gonna go? I've got some other business I need to take care of. Ich hatte übrigens eigentlich gehofft, dass sie am Ende von Episode 4 eingreift und dann noch vorbeikommt, aber naja, sie ist wohl wirklich weg. What did you do? That was me getting rid of Lady Arkham's drugs. The innocent people. I did what I had to do. I had to make the choice about what sacrifices to make. Das war übrigens nicht das, was er gesagt hat, als wir mit ihm geredet haben. Weil wir etwas anderes gesagt haben. You don't understand, Batman. Without me, Gotham is doomed. Thank God he was finally stopped. Nice work, Batman. My job's not done yet. I still need to find Lady Arkham before it's too late. Ja, dringend. Bruce, all of your bat tech is linked to this computer. Hä, auch das lief bei uns ein bisschen anders. It will all be inoperable. Das heißt, das wäre wahrscheinlich sowieso passiert. I have to shut it down. Ja. Hui. Na dann, jetzt also ohne Technologie, ja? Kritisch. Ja, aber so eine Sache wie die Enterhaken zum Beispiel müsste doch auch so noch funktionieren, oder? Eigentlich schon. Aber sowas natürlich wie unsere Analysefunktion im Headset und sowas, und Headset und sowas in unserer Maske. Das ist wahrscheinlich alles tot. 5 Tage später. Breaking news. The children of Arkham have taken hostages. High profile Gotham citizens, including Police Commissioner Peter Grogan, who was taken while attempting to intervene. I repeat, the children of Arkham have taken hostages. Carry on, gents. Boss says it's time to get the bats' attention. Ich wollte mich verarschen. What the fuck? Und dafür nutzt der Vane-Technologie, der Scheißkerl. Hey, wir haben wieder einen reparierten Anzug. Cool. Ah, der Scheiß funktioniert nicht. Ah. Ernsthaft, der Endhaken funktioniert auch nicht? Scheiße. Dann haben wir aber echt ein Problem, wenn das alles nicht funktioniert. Ah doch, der Endhaken funktioniert scheinbar. Nein, tut er nicht. Ah doch, das war gezielt. Okay, ich dachte, er ging daneben. Ne, passt alles. Ja, du kannst aber auch nicht einfach jetzt hier dich erschießen lassen. Also, kannst schon, aber ist halt nicht so smart. Okay. So, du Drecksack, komm her. Was war das? Was hat denn mit uns gemacht? Oh, da geht er aber drauf. Wo
Oder auch nicht. Ah, oder auch doch. Fuck! Der hat ja Zeitlimit. Oh nein. Das war so klar. Ich muss zugeben, ich mochte den eigentlich nicht. Im letzten Kapitel hat er sich nicht gerade positiv dargestellt. Aber das ist jetzt trotzdem eher ungeil. You have to stop them. Das werde ich. Save our city. Oh, jetzt ist übrigens unser Anzug wieder kaputt. Interessant. Commissioner. Ja. He's gone. Ohne unsere Technik sind wir ganz schön am Arsch, ja. Können wir überhaupt noch fliegen? Also gleiten? Funktioniert unser Umhang da noch? Scheiße, Alter. Alles tot. Thank God. With the comms flying, I have no idea what's happening out there. I always fear the worst. Ja, zu Recht. Get back to the Batcave. Figure out Penguin's next move. I can't let him keep hurting. Ja, und wie ohne Technik? Oh. Da ist es wohl sein nächster Move. LOL, der hat die Dinger gepanzert. Batman! Impressive as ever! Life off the grid must be treating you well, huh? What's your point? My point is, you're at the end of your rope. You can't even stop me offing a police commissioner. Without your toys, you're nothing. Just turn yourself over to my men. Scouts on them, they'll go easy on you. I don't need toys to deal with the likes of you. You sure about that, Batman? Weißt du, was wir mal einfach machen sollten? Den dann mit Gewalt rausboxen, dann haben wir nämlich die Spielzeuge wieder. Vergiss es. Ich nehme dich auseinander. Ja, nice. If I can just find a way to hack into it, I can get to Penguin. Hey, du musst doch einfach nur wirklich physisch zu ihm ins Büro latschen, ihn einfach absolut K.O. prügeln. Ich meine, scheiß drauf. Klar, es ist eigentlich nicht in Ordnung, aber actually, who cares? Und dann ist der Laden wieder uns, mehr oder weniger. Ich meine, wer könnte uns schon daran hindern? Gordon ist auf unserer Seite. Harvey ist im Knast. Den Pinguin haben wir dann zerstört. Wo ist das scheiß Problem? Abgesehen davon, dass er natürlich vielleicht da 10 Milliarden Wachen hingestellt hat. Das ist natürlich eine Frage, die gilt es erstmal zu klären. Aber ansonsten... He's made improvements. Who cares? Even deadlier than before. Ja. Tech in Penguin's hands. It's a dangerous weapon. Ja. Okay. Lol. Alles klar. Das sind durchgeschnittene Kabel in einer Drohne, die komplett kaputt ist, aber ich kann da irgendwem zuhören. Interesting. Oh ja. Schauen wir doch mal, was sein nächster Move ist. Anything? Cool, was war. Oh, er holt jetzt schon alles raus, was er hat. Wenn er jetzt schon mit allem kommt, was er hat, dann ist er schon ziemlich verzweifelt. One of his men used a device that targeted my armor. If Penguin has more devices like that, the Batsuit will be a liability. It's already in bad shape. It couldn't protect me from a knife, let alone Penguin's new arsenal. If Batman can't take the fight to Penguin, maybe Bruce Wayne can. Face Penguin as Bruce. Without your armor, you'd be more vulnerable, but far from helpless. And meeting him as Batman would play right into his hand. Ja, aber er unterschätzt mich, das stimmt. But he has no idea what I'm really capable of. Und er weiß immer noch nicht, wer wir eigentlich sind. And that may be his undoing. Besides, I won't be going alone. Get Gordon on the line. Give him our files on Oswald Cobblepot. Tell him that we did a little digging after he took my position as CEO. He should know who really killed Commissioner Grogan.
certain that the killer will be in Cobblepot Park. Tell him that Bruce Wayne will meet him there. Oh ja. Oh ja, holy fuck. Lieutenant, these officers are at risk. Penguin is... Wayne, get back! Das ist keine gute Idee. Ist ja nicht so, als hätten wir ihn gerade gewarnt. Martinez! I saw some kind of transmitter hidden behind the statue. Give us room. Wayne Tech. Controlling the drones. Hä? Warum macht er das von der Statue aus? Warum macht er sich einfach einen großen Hauptserver irgendwo in seinem Büro aus? Ja, selber schuld, Idiot. If you can destroy the transmitter, Oswald loses control of the drones. There's no way to get to it. You heard Martinez. Lieutenant, you need a distraction. I can keep him talking while you get into position. How the hell are you gonna do that? I don't think listening to the guy who publicly attacked him is at the top of his priority list. I know exactly how to push Oz's buttons. I'll make him so mad, the only thing he'll see is red. That's all well and good, but he wants you dead. Richtig, ja. Trust me, das ist der blöde Nebeneffekt. I'm your best shot at getting those officers out alive. This is insane. But I'm all out of options. Stimmt, leider. I'll go in around the back. If he sees me, he won't. Dann bist du tot. You will get your chance. Keep the perimeter tight. If he suspects anything before those drones are offline, dann sind wir beide tot. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er darauf reagiert. Same device that fried the suit. It's a hell of a trap, Oz. Naja. Geht so. Ist halt mehr als offensichtlich. Und warum schießt er nicht gleich auf alles, was sich bewegt? Als ob der erst eine Analyse macht, wer wir sind. Kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Aber macht er scheinbar wirklich. Er schießt uns nicht direkt. Tatsächlich. Sehr interessant. Ich glaube, das war schon sein erster Fehler. Er hätte die Dinger so einstellen sollen, dass sie auf alles schießen, was sich bewegt. Aren't coming back. They better not. Oh. They say Ouch. Bad things about my family. I'll smash their dumb faces. Stop us, please. I'll smash all the dumb faces. Ja, das tust du. Get the word out, eh? All the channels. The Penguin's got a Wayne in Cobblepot Park. Einen Wayne, es gibt doch nur noch einen. Bruce! Welcome! The pigs are making it hard to bring in the bait for Batman. But now that you're here, I have the perfect lure! Denkst du? Batman wird nicht kommen. Not that I'm upset, but... What does bring you by? Never known a Wayne to stick his neck out. Feels too good to be true. Tja, kennst mich halt nicht. I'm here to stop you from destroying Gotham. You? Stop me? I'm the Liberator, not the Destroyer. You're yeah, the one who's corrupt criminally insane. Still, I'm chuffed you popped by. Well, so far, only Gotham's finest have bothered to show. They paid for sticking their snouts in where they don't belong. You know, I'm surprised Batman's not already here to save you. He's usually kommt doch nicht mehr, keine Sorge. Maybe I need to cause a few more screams. Maybe you just aren't important enough. Everyone knows you're only. Lassen wir den mal richtig auflaufen. Machen wir den mal richtig wütend. Partners in crime. Ja, ja, scheiße. Batman will show. Nein. He just can't help himself when lives are at stake.
And when he arrives, the lights, the sounds, the blood running into the gutters. Once he's out of the picture, there'll be nothing left in our way. Mine or Lady Arkham's. She's got some pretty big ideas for the city, and they're about to kick into gear. I know Lady Arkham's real name. She's Vicky Vale. Oh, did you figure that out when she stuck you with a needle full of drugs? Oh, scheiße. Fuck, 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 wir müssen irgendwie seine Aufmerksamkeit kriegen. It wasn't so long ago. You and me met in his very park. Me crawling out of the gutter. You looking down from on high. Take a gander at us now, eh? Nice Brille. You'd hardly recognize us, would you? I always treated you with respect, Oz. Respect? Oh, don't make me laugh. You only learned the word after I tossed you out of your company. Ja, klar. Batman! Nein, nicht ganz. Damn it! Where the hell is he? Aber er macht immer schöne große Szene. Unless... This wouldn't be some kind of plan, would it? You working with the Bat? Did you really come here all alone, Bruce? Haha. Are you scared of Batman? Oh ja, jetzt können wir richtig kalt machen. Not that you can't look after yourself. You certainly do know how to beat down an unarmed man. I mean, the drug only. Oh, das kann ich auch nochmal machen, kein Problem. Felt like you were working out some issues there, hey Bruce. That was the drug. And nothing more. We both know that isn't true. Your father locked my mum in Arkham Asylum to steal a fortune. He drove my own dad to suicide. The Waynes caused the ruin of my entire bloody family. Und das ist meine Schuld, ja. Enough of this. You trying to get me all shaken up? I'm not waiting any longer. Batman, be dead. Scheiße. Komm schon, Gordon. Oh, wir machen ihn jetzt richtig wütend. Ja, komm. Jetzt machen wir ihn richtig wütend. You heard me. She was insane, unfit to walk the streets. And you know it. I'll kill you. Ja, jetzt haben wir ihn. I'll kill you, you. Komm schon. Ja, geil. Jawohl. Jetzt gib ihm. Ja, Mann! Gib ihm die Brille! Nein, 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 die Brille musst du wegmachen! Komm schon! Gib ihm auch die Brille! Oh, lol! Oder so! Ja, Mann! Nice! Gern geschehen! You bloody pigs! How's this for an answer? Ist in Ordnung. Wir knasten dich dafür ein. Gar kein Ding. Is that all you got? Verletze ihn, was? Nein. Show some dignity and defeat, Oswald. Hier erstmal einen raucht. Entspannt auf jeden Fall. So, damit gehört die Firma wohl wieder uns, ha? Und wehe, wenn nicht. You surprised me. You were right about this one. Gotham owes you a debt. CCPD does too. I won't forget it. Das ist gut. Ich will ein Bier zu. Let's settle for a beer. Yeah, I think we can make that happen. You think this changes anything? Gotham wird davon erfahren. Das ist gut. Lady Arkham's gonna have your heads served up on a platter. Ja, aber nicht mehr mit der Technologie von mir. Denn die hat sie nicht. She's not gonna stand for this. No, she isn't. Never thought I'd say this, but I hope to God that Batman has a better idea where she is than we do. Ehrlich gesagt habe ich keinen Plan. Perfekter Moment, den Part zu beenden, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen da und ein Abo und dann sehen wir, wie es weitergeht.